ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Tutorial und zwar habe ich bei einer Facebook-Gruppe mitgemacht. Und zwar die Facebook-Gruppe heißt Miteinander fantasievoll gestalten. Den Link findet ihr unten in der Infobox. Ihr könnt gerne mal vorbeischauen, wenn euch das auch interessiert. Und zwar hat man dort ein Thema gezogen und dazu sollte man einfach was basteln. Und das Thema dieses Mal war Gutscheine. Deswegen habe ich mir insgesamt drei Gutscheinsverpackungen, ja, zwei eigentlich und eine Gutscheinart, mir überlegt. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach gleich mal mit dem Video und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Die erste Verpackung ist ziemlich simpel gehalten. Ihr benötigt dafür einen Farbkarton in den Maßen 19 mal 12 cm. Wir müssen uns jetzt einmal Markierungen setzen zum Falzen. Und zwar setzen wir die Markierung einmal bei 7 cm, bei 8 cm, 9 cm, 16 cm. Das gleiche machen wir oben auch. Also, die Markierungen sind 7, 8, 9 und 16. Und so müsste das Ganze bei euch jetzt auch aussehen. Und jetzt wird es ein bisschen kniffliger. Und zwar mit dem Falzen. Wir beginnen mit dieser Falzlinie hier. Die werden wir einmal nach oben falzen. Drücken wir einmal fest. Und jetzt, wenn wir die Falzlinie so nach oben gesetzt haben, müssen die anderen beiden Falzlinien so gezogen werden. Also das bedeutet, dass wenn ihr von der Seite guckt, dass ihr ein W habt. Das ist eigentlich wie bei der Scrapbook-Bindung mit dieser Berg- und Talfalzung. Und so müsste das jetzt einfach aussehen bei euch. Wenn wir das Ganze zusammenfalten, muss dann die letzte Falzlinie einmal zu dem großen Stück gefalzt werden, weil das ist unsere Lasche, wo die ganze Verpackung hält. So, wenn wir das Ganze gefalzt haben, öffnen wir uns das einmal wieder. Ich mache mir das nur ein bisschen glatt damit oder halt wieder platter, dass ich besser arbeiten kann. Jetzt nehmen wir unseren Gutschein her und legen unseren Gutschein an diese mittlere Falz an. Ungefähr so, dass es eigentlich relativ, ja, mittig ist, ja? Dann nehme ich mir einen Bleistift und markiere an dieser Mittellinie die Breite von meinem Gutschein. So, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das erkennen könnt. Geht so. Also, wie gesagt, hier habe ich mir jetzt die Markierungen gesetzt. Jetzt nehme ich mir mein Lineal zur Hand und nehme ein Cuttermesser und mache an dieser Mittellinie einen Schnitt. Aber der Schnitt ist wirklich nur so lang, wie unsere Markierungen sind. Wenn ihr, ich sage jetzt mal, 1 bis 2 Millimeter mehr aufschneidet, dann geht die Karte noch ein Stückchen leichter rein und raus. Aber ich versuche es immer ganz korrekt zu machen, weil ich bin eigentlich eher der Fan davon, wenn der Gutschein wirklich gut fest drinne steckt. Also, wie gesagt, wir setzen unser Lineal an und wir schneiden von der ersten Markierung bis zu der zweiten.
Und jetzt habt ihr hier einen Schlitz. Ich mache jetzt noch kurz die Markierungen weg. So. Jetzt drehen wir uns das Ganze einmal um und jetzt benötigen wir noch ein Klebeband. Ich habe da jetzt das dünnste Klebeband genommen, was ich gefunden habe in meiner Kiste. Und ich werde jetzt entweder die Seite oder die, ist ganz wurscht, mir Klebeband anbringen und ich schaue, dass ich wirklich direkt an dieser Falzlinie bin. Also, dass ich wirklich so genau wie möglich das Klebeband dorthin setze. Nehme ich mein Falzbein, rubbel nochmal schön drüber und ziehe die Schutzfolie einmal ab. Und jetzt müssen wir wieder in unserem Berg sozusagen zusammenklappen. Also ihr seht, einfach zusammenklappen, feste drücken. Und somit wäre eigentlich unsere Gutscheinverpackung schon mal fertig. Jetzt könnt ihr nämlich den Gutschein. Ganz einfach hineinstecken und einfach zusammenklappen. Das ist die erste Verpackung von dem ersten oder die erste Verpackung von dem Gutschein. Ich werde jetzt noch ein bisschen dekorieren und dann werde ich es euch zeigen. So, fertig dekoriert sieht meine kleine Verpackung jetzt so aus. Ich habe es mit einem Klettverschluss verschlossen. Die Farbe ist jetzt ein bisschen störend. Ja, ich weiß, aber es ist egal. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm. Wenn wir das Ganze einmal aufmachen, kommt uns dann hier gleich der Gutschein entgegen. Dann habe ich hier noch einen kleinen Drachen aufgestempelt. Hier kann man noch einen kleinen Spruch irgendwie hinstempeln. Und hier kann man dann seine Glückwünsche oder sonstiges einfach reinschreiben. Ja, das ist die erste Verpackung. Dann machen wir gleich weiter mit der zweiten. Für die nächste Verpackung benötigt ihr ein Stück Designpapier in den Maßen 14 x 14 cm. Wir werden es jetzt einmal von Ecke zu Ecke falzen. So. Und jetzt werde ich meine Gutscheinkarte nehmen. Die versuchen, so gut wie es geht, mittig hineinzulegen. Und nehme mir jetzt die Ecken und falte die einmal um meinen Gutschein herum. Das mache ich mit der anderen Ecke ebenfalls. Ich werde mir jetzt gleich hier oben an diese Ecke ein bisschen Kleber ranmachen. Einfach nur, damit das schon mal ein bisschen fixiert ist und mir das nicht mehr wegrutschen kann. Und dann schiebe ich jetzt meine Gutscheinkarte hoch, bis ich es hier unten nicht mehr sehe. Dann nehme ich mir die Unterseite und falte die einmal komplett nach oben. Klappe mir wieder die Seiten auf und ich sehe jetzt hier, wo ich dieses Dreieck gefalzt habe und dort werde ich mir jetzt Kleber aufbringen und dann falte ich es wieder nach oben und drücke es wirklich gut fest. Ihr könnt euch auch ein Falzbein zur Hand nehmen und schön festdrücken. So müsste das Ganze bei euch jetzt auch aussehen. Ich werde jetzt diese Ecke mir wieder einmal nach unten klappen. Und zwar bis zu dieser Falzlinie hier. Oder halt bis zu der unteren Kante. Ich werde mir es wieder gut festfalzen. Und jetzt bringe ich an diesem Dreieck hier wieder komplett Kleber auf und klebe es unten fest. So, wenn wir jetzt unsere Karte oder Gutscheinkarte hineinlegen, sehen wir, das passt optimal und ist perfekt für die Größe.
So könnt ihr individuell jede Gutscheingröße machen mit diesen, ich nenne es jetzt, ja, es ist im Prinzip eigentlich ein Briefumschlag. Also man kann natürlich auch kleine Briefumschläge kaufen und die selber reintun. Aber ich finde, wenn man die selber macht, ist es viel, viel besser. Und ich finde, weil wir ja jetzt die obere Kante auch noch runterfalzen, sieht unser Briefumschlag um deutlich oder halt um einiges deutlich besser aus. So, wenn wir die Karte jetzt wieder hineintun. So. Und ich finde, das sieht so cool aus mit diesem oder mit diesen zwei Dreiecken, wo wir hier oben haben. Was ihr jetzt natürlich auch noch machen könnt, wir können das jetzt auch natürlich wie ein normaler Briefumschlag verschließen. So. Oder ihr könnt es einfach oben lassen und vielleicht mit Magneten oder auch mit Klettverschlüssen das verschließen. Oder was ich immer ganz gerne mache, ist, ich nehme mir einfach eine Büroklammer und klammer mir das dann oben fest. Ihr könnt euch natürlich auch selber die Büroklammer ein bisschen verzieren mit etwas. Da habe ich zum Beispiel mir so große Büroklammern gekauft. Das sind 30 Stück jetzt drin. Und die könnt ihr euch selber so Paperclips machen. Und oben mit einem Paperclip dann festmachen und dann hebt es auch sehr gut und sieht sehr, sehr individuell aus. Was ihr mit diesem, ich sage jetzt mal, Briefumschlag auch noch machen könnt, ist, ihr könnt es auf eine Karte draufkleben und so ist dann euer Gutschein auch wunderbar präsentiert und ihr habt gleich eine Karte, wo ihr eure Glückwünsche reinschreiben könnt. Das ist meine Gutscheinverpackung Nummer 2 und dann machen wir weiter mit der dritten und der letzten So, Verpackung. für die letzte Gutscheinverpackung muss ich eigentlich jetzt ein bisschen korrigieren. Es ist eigentlich ein Do-it-yourself, selbstgemachter Gutschein, wie auch immer. Habe ich mich ein bisschen in meine Kindheit zurückversetzen lassen. Und zwar, wenn wir ein Stück von irgendeinem Karton oder auch Papier, aber das Papier muss ein bisschen fester sein. Also es geht jetzt nicht das ganz billige Druckerpapier, was sehr, sehr dünn ist, weil das würde nämlich aufweichen. Und zwar habe ich mich, wie gesagt, ja in meine Kindheit zurückversetzen lassen. Und zwar, ihr kennt das bestimmt alle, die Rubbellose. Und die kann man ja ganz easy selber machen. Und zwar, wenn man jetzt Spülmittel mit Acrylfarbe mischt. Ich habe da jetzt eine 50-50 Mischung. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was die optimale Mischmenge ist, aber 50-50 habe ich mir gedacht, passt schon, weil früher habe ich das eigentlich auch als kleines Kind irgendwie frei Schnauze reingetan und hat auch gut funktioniert. Genau, wir brauchen dieses Stück Papier und dort könnt ihr jetzt zum Beispiel euren Gutschein draufschreiben. In dem Fall nehmen wir jetzt, was weiß ich, keine Ahnung, ein Gutschein für ein Film. Abend. Genau, ein Gutschein für einen Filmabend. Nur als Beispiel jetzt. Dann benötigt ihr dafür auch Klebeband. Es muss aber durchsichtiges Klebeband sein, weil wenn ihr jetzt ein braunes Paketklebeband zum Beispiel nehmt, dann kann man ja das Ganze nicht mehr lesen. Jetzt nehmt ihr euer Klebeband und klebt das über euer Geschriebenes. Am besten so, dass keine Luftblasen oder Falten mit drin sind. Und zwar so. Also wie gesagt, ich habe das Ganze, wie es war, einfach so durch die Big Shot gejagt.
Ich nehme jetzt mir das hier als Unterlage noch her. Und jetzt gehen wir einfach mit der Spülmittel-Acrylfarbenmischung einmal über das ganze Geschriebene. So, es kann gut sein, dass wenn ihr nicht so gut deckende Farben von der Acrylfarbe genommen habt, dass wenn die erste Schicht getrocknet ist, dass der Prozess dann nochmals oder sogar noch ein drittes Mal gemacht werden muss. Ich werde es jetzt schnell trocknen lassen und je nachdem vielleicht nochmal eine oder zwei Schichten drüber fahren und dann sehen wir uns gleich So, wieder. meine Lieben, die zweite Schicht ist jetzt auch getrocknet. Lasst euch bitte nicht von diesen Fetzen hier unten, was ich nicht angemalt habe, stören. Nur da habe ich es gehalten. Ich habe es mit dem Föhn nämlich extra gemacht, dass es ein bisschen schneller wird. Genau. Soweit sind wir jetzt mit diesem schon fertig. Wie das Ganze jetzt funktioniert, muss ich euch jetzt, glaube ich, nicht erklären. Beziehungsweise ich zeige es euch jetzt noch einmal kurz. Man muss jetzt eigentlich nur noch die Felder freiruppeln. Und dann kann man das lesen. Also es ist wie ein ganz normales Rubbellos, selber gemacht. Was ich da jetzt ganz, ganz cool finde, ist die Idee, wenn ihr zum Beispiel eine Geburtstagskarte habt, also ich habe jetzt hier eine ganz, ganz schlichte, und ihr hier euren Text reinschreibt, ich wünsche euch alles Gute zum Geburtstag und ich möchte dich gerne auf einen Kinobesuch einladen und ihr das dann festmacht und dann mit dieser Technik hier macht und er muss es erstmal freiruppeln, um zum Lesen, was überhaupt da drunter steht, finde ich die Idee ganz, ganz cool eigentlich. Und ja, meine Lieben, das war jetzt mein dritter Gutschein und wir sind schon am Ende vom Video angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Inspirationen zeigen. Und hoffentlich auch verständlich erklärt. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag noch und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!